Hallo meine lieben Freunde, wir wollen uns heute mal was anschauen und zwar habt ihr mir geschrieben, ihr wollt neues Playmobil sehen und das will ich auch. Deshalb sind wir heute zusammen auf Shoppingtour. Das werden wir jetzt einmal die Woche zusammen machen, bei dem ihr dann entscheiden könnt, was ich mir neu kaufen soll. Wir gucken mal hier oben, was wir alles haben. Wir haben hier einmal die unterschiedlichen Themen, also einmal Spirit Riding Free, Ghostbusters, Dragons, FIFA World Cup, Dinos 1, 2, 3, Action, City Life, Sports Action, Family Fun und History. Wir gehen die einzelnen Sachen jetzt mal durch, zum Beispiel bei Spirit Riding Free geht es um das Thema Reiten. Ich denke, das passt leider nicht ganz so gut zu unserer Familie Bergmann. Vielleicht zu Luna und Luca, das können wir uns mal noch überlegen. Dann haben wir noch das Thema Ghostbusters, das finde ich schon eher interessant. Vor allem, das könnten wir auch mal zu dem SEK machen, vielleicht als eine Sondereinheit, die da neu dazukommt. Dann haben wir noch das Thema Dragons, das denke ich passt überhaupt gar nicht leider zu Familie Bergmann. Hier könnte Robin sein, sieht sogar fast genauso aus, aber das passt leider nicht zum SEK. Dann haben wir noch die Themen FIFA World Cup, der ist ja leider schon vorbei, aber ich denke, das passt auch einfach nicht so gut. Fußball, ja, muss nicht sein. Dann haben wir noch Dinos. Ich denke, das passt auch nicht so gut. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt geht's zu den eher wichtigen Themen. 1, 2, 3 haben wir hier diese ganz kleinen Sachen. Das ist, denke ich, auch nicht passend. Jetzt kommen wir nämlich zu Action. So, jetzt gucken wir mal, was es hier so gibt. Den RC Super Spider, das haben wir hier sogar. Die Seilbahn hatten wir sogar auch. Da haben wir noch ein neues Bergretter-Quad, ein Bergretter-Einsatzfahrzeug, Luftkissenboot mit Unterwassermotor, das sieht ja mal cool aus, da hätten wir auch neue Verbrecher. Das mache ich mal auf, das können wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Hier kommen anscheinend noch neue Sachen. Okay, das war's anscheinend schon von Action. Dann gucken wir mal, was es noch bei City Action gibt. Da müsste ja eigentlich auch die Polizei dabei sein, oder? Playmobil SEK, das sind Malblätter, Spiele. Dann haben wir hier die neue Polizeistation. Die sieht schon mal sehr cool aus, ist auch im Moment im Angebot. Dann haben wir den neuen SEK-Truck, der wurde ja auch schon reichlich vorgestellt. Den neuen Geldtransporter, ich mache die alle mal auf. Den Hubschrauber haben wir. Die Polizeistation haben wir. Die große Feuerwache, das habe ich mir auch noch überlegt. Könnten wir vielleicht auch über uns mal überlegen. Dann haben wir noch Weltraum. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Das SEK ist doch eigentlich, würde ich sagen, mein Favorit. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Wir gucken mal nochmal, was uns vielleicht noch übrig bleibt. Ja, wir haben eigentlich die meisten Sachen schon gesehen. Dann gucken wir mal noch bei City Life. Da gibt es das neue große Shopping Center. Die Kita Sonnenschein. Modernes Wohnhaus, vielleicht ein neues Gebäude, was denkt ihr? Also immer nur eine Sache pro Woche. Wir machen das jetzt jede Woche und dann bestellen wir uns jede Woche was Neues. Und dann gucken wir mal, was wir noch so haben. Die Einkaufspassage haben wir sowieso schon. Die große neue Schule haben wir da mit Einrichtung. Das sieht schon sehr cool aus. Die mache ich auch mal auf. Das wird ja auch ganz gut passen. Ja. Dann gucken wir mal, was es noch gibt. Dann haben wir nämlich hier noch Sports in Action. Haben wir den Porsche GT3, den haben wir auch schon. Den Macan GTS haben wir noch nicht mit dem Pferdeanhänger, der sieht aber auch sehr cool aus. NHL, Eishockey, nee, das passt alles nicht so gut. Eishockey-Spieler, nee. Hier gibt es anscheinend auch nichts, was jetzt noch so groß in Frage kommt. Dann haben wir hier noch Family Fun. Ein Riesenrad, das sieht ja mal cool aus. Dann haben wir hier noch die sonnige Ferienvilla, das sieht auch sehr schön aus, wird wahrscheinlich auch mal gut hinpassen. Das Kreuzfahrtschiff, das schließe ich aus, das gefällt mir nicht so, da braucht man außerdem ein riesiges Wasserbecken für, auf einen Teppich oder so zu schieben, finde ich das nicht so cool. Dann haben wir hier noch den Wohnwagen. Wie gesagt, wenn euch was gefällt, schreibt es mir in die Kommentare, das machen wir ja jetzt jede Woche. Wir gehen auch mal noch auf andere Seiten, also nicht nur auf Playmobil, dann haben wir hier noch History und Space. Haben wir noch was? Ja, Knights, Pirates, Super 4, Top Agents. Da gibt es vielleicht noch was Gutes. Da haben wir das Drohnenkommando Center. Oh, das wird schon, würde ich sagen, ganz gut zur Familie Bergmann passen. Ja, hier haben wir auch noch die neuen Super Drohnen, fliegende Autos. Boah, das ist natürlich super nice.
Ah, ist schon gut. Die Top Agents sind auf jeden Fall auch gar nicht so schlecht. Space, weiß ich nicht. Oder sollen wir sie mal jemanden in den Weltraum fliegen lassen? Oh, hier haben wir noch einiges. Dann haben wir hier noch das Wildlife. Ah, mit Zoo, das Zoofahrzeug. Das könnten wir für einen neuen Überfall benutzen. Abenteuer-Pickup, das Safari-Flugzeug. Gute Frage. Ich würde sagen, ihr könnt auch mal selbst noch auf der Website gucken. Wenn ihr noch irgendwas Cooles findet, verlinkt es mir mal in die Kommentare. Ich gehe jetzt mal noch gucken, ob hier irgendwas dabei ist. Princess, Magic, Fairies, Dollhouse, Sonstiges. Wir gehen nochmal auf Sonstiges und gucken, ob vielleicht hier noch irgendwas ist. Ah, ein Radlader ist natürlich auch cool. Weihnachtsbäckerei, das ist noch ein bisschen zu früh. Darum kümmere ich mich dann an Weihnachten. Können wir uns dann auch nochmal weiter zusammen gucken. Also, ich würde sagen, das wird jetzt jede Woche praktisch euer Einkaufsbummel mit mir. Ich guck mal, was ich jetzt rausgesucht habe. Also, wir haben jetzt hier einmal das Luftkissenboot mit den zwei Superschurken. Das sieht schon sehr cool aus. Das könnten wir auf jeden Fall benutzen. Überlegt euch, Luftkissenboot Nummer 1. Dann haben wir hier noch die Polizeistation, die neue. Sieht auch schon gut aus. Dann haben wir hier den neuen SEK-Truck. Boah, der ist auch schon sehr, sehr, sehr cool. Den Geldtransporter. Ich meine, die Sachen wurden alle schon vorgestellt. Es geht eher darum, was ihr in den neuen Filmen sehen wollt. Dann haben wir noch die große Feuerwache. Die große Schule mit Einrichtung, die finde ich schon sehr cool. Vor allem, weil wir ja jetzt auch viel mit der Schule zu tun haben. Oh, da ist auch ein neuer Lehrer dabei. Und sie schreiben schon alle am Laptop. Hier unten ist Biologieunterricht und hier oben Mathe. Der sieht aus wie Albert Einstein. Dann haben wir noch die sonnige Ferienvilla. Die sieht auch schon ziemlich cool aus. Ist auch viel Zeug dabei. Könnten wir auch als neues Haus für jemanden benutzen. Weiß ich nur noch nicht für wen. Sehr cool. Und dann haben wir noch Dr. Drones Command Center. Ja, das gefällt mir auch schon gut. Es ist eine schwere Entscheidung. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was euch am besten gefällt. Schreibt es mir in die Kommentare. Das machen wir jetzt jede Woche einmal. Und dann werden wir gucken, oder werde ich gucken, was ich uns Neues für die Filme besorge. Und dann können wir uns super coole, neue, spannende Filmthemen überlegen. Und dann legen wir erstmal richtig los. Ich würde sagen, ihr macht euch jetzt mal Gedanken, schreibt es mir in die Kommentare, Kanal abonnieren natürlich nicht vergessen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Paul, liebe Grüße!